So, dann machen wir das auch noch fertig. Oh, das sind sogar zwei Leute. Der Eimer. Na, sieh mal einer an. Ihr werdet Hallams Beschreibung wahrlich gerecht. Es ist schön, den neuen Sagerell endlich zu Gesicht zu bekommen. Ich bin Sir Aima und dies ist mein Gefährte Sir Kret. Willkommen in den Sundur-Höhlen. Falls ihr hier seid, um nach der Maid von Windemeer zu suchen, muss ich euch enttäuschen. Sie ist nirgends zu finden. Ich suche die Kerns. Ihr auch? Nun, es ist mir gelungen, einen wiederzufinden. Aber es gibt noch viele weitere. Die Maid hatte sie. Im einen Moment war sie hier und im nächsten schon wieder verschwunden, so wie es ihre Art ist. Sie hat allerdings ihren alten Verbündeten Nix, den Troll, zurückgelassen, um uns ein paar Schwierigkeiten zu bereiten und unsere Verfolgung zu verlangsamen. Kret und ich haben häufiger gegen Nix gekämpft, als ich zu zählen wage. Man könnte beinahe sagen, er sei ein alter Freund. Ihr seid herzlich eingeladen, euch unserem kleinen Jagdtrupp anzuschließen. Okay. Hätte ich so oder so gemacht. Spiel. Wir hatten ein Silvanit-Schwert. Und ein Prismäre-Dietrich. Naja, jetzt bin ich im Kampf. Und gegen den Bär. Na, gegen zwei. Der eine läuft halt jetzt einfach mal straight weiter. Der andere bleibt so stehen. Man, ich will auch Speere haben. Das hätten die echt beim Schurken mit reinziehen können. Wieso haben die eigentlich Kisten? Aber gut, es kann sein, dass hier mal als Lagerplatz benutzt würde. Der Kampf des Morgens. Das finden wir doch gut. Welch ein Spaß. Es sind noch mehr Bären. Ach, die zwei Dudes sind auch wieder im Kampf. Ich kämpfe wahrscheinlich auch gegen den Bären. Ich kämpfe gegen drei. Oh. Das finde ich ganz so lustig. Komm, ich helfe denen jetzt mal. Ne, die kämpfen gegen den Bargisch. Die machen dem halt keinen Schaden. Oder ist nochmal einer. Autsch. Oh, der eine ist halt einfach mal down. Hört auf vorzurennen. Was sind das für Hunde? Jetzt mal ehrlich. Wo wollte der Bargisch jetzt hin? Thank you.
Wenn sie von mir aus bis in die Ewigkeit kämpfen. Bleibt wachsam. Nein. Und wie nicht nach da oben. Ne, der nächste ist da hinten, okay. Der letzte wird wahrscheinlich vom Troll bewacht. Das ist tatsächlich das einzigste, wobei die mir helfen können. Den Troll zu töten. Wollte ich schon Wolf sagen. Würden die mir mal hinterherlaufen? Ich bin anscheinend nicht der Gruppenführer. Wieso trifft denn das? Das verstehe ich halt auch nicht. Man bei so fliegenden Gegnern ab und zu. Aber es ist genauso wie dieser eine Hammerschlag, der ab und zu einfach mal komplett durchging. Das ist halt auch, ich meine, ist wahrscheinlich ein Bug. Also man könnte sagen, ja, der ist 2 mm nebendran, aber das macht halt keinen Sinn, wenn alle Gegner außenrum, wenn alle Gegner getroffen werden, außer der in der Mitte, der direkt von dem Angriff getroffen wird, der bekommt keinen Schaden, aber alle außenrum. Das ist halt so. Hm. Könnt ihr halt nicht sagen, so, ja, ist normal. Riecht ihr das? Riecht ihr das? Riecht hier was? Ah, da ist er. Wie der hier reinspringt. Ah, Elfen. Die haben sogar einen Sturm-Champion. Ah. Ja, da wollte ich eigentlich jetzt ausweichen, aber du wisst ja, Animation Canceling und so. Er springt wieder rein. Come on.
Nice, die zwei sind so unnütz. Ich frage mich immer ständig, ob ich irgendwelche Dinge rieche. Wurde nach einem Schlag natürlich K.O. geboxt. Okay, das werde ich auch fast. Wenn er mal ordentlich trifft. Autsch. So schrecklich war das doch gar nicht, oder? Allerdings frage ich mich noch immer, warum Nix außerhalb der Sundur-Höhlen war. Mit Sicherheit nicht, um seine Rolle in der kommenden Ballade zu spielen. Hier geht etwas vor, was mehr als nur Kret und mich betrifft. Und ich will wissen, was es ist. Wir werden unsere Unterhaltung im Haus der Balladen fortsetzen. Und Zagrel, vielen Dank. Dies ist eine Zeit der Veränderung und wir alle müssen auf der Hut sein. Oh ja. Auf Wiedersehen. Also das sind ja noch die Elfen. Adept Helm. Leicht. Jetzt gibt es noch eine Quest. Aber da geht's auch weiter. Oder Holz zurückkehren. Enward zurückkehren. Laden die CC. Ja, moin. Ehrlich. Aber ihr seid ohne den wichtigsten Kern von allen zurückgekehrt. Das ist beunruhigend und doch eine Herausforderung, die warten muss. Zunächst müsst ihr diesen verfluchten Zauber brechen. Wie ihr zweifellos schon bemerkt habt, sind diese Kerns geschützt und werden ihre Geheimnisse nicht preisgeben. Sie werden jedoch eine Ewigkeit Bestand haben, wenn nicht noch länger. Wir werden sie benutzen. Diese Kerns sind wie Wissenssteine und doch etwas Besonderes. Sie sind verzaubert und die einzige Möglichkeit, ihnen ihre Inhalte zu entlocken, besteht darin, den Echostein zu verwenden. Derjenige im Nebenraum ist einer von Harlams frühen Versuchen, aber er sollte funktionieren. Geht und hört euch zwei Ritter und ein Troll an. Findet die Worte, die mich befreien. Okay. Auf bald. Der war ja oben. Ich glaube, den habe ich aber schon mal benutzt. Ich frage mich eigentlich, ob ich da auch eine Belohnung bekomme, wenn ich am Ende alle von diesen Kerns zurückhole. Ah, da ist der Wissensstein. Möge der Stein für alle Zeiten euer Lied singen. Möge sich die Ewigkeit der Zeit an euch erinnern. Lauscht. Lauscht, wie der Echostein sämtliche Balladen in die Erinnerung einbringt. Ich habe so das Gefühl, dass gerade die, Musik ein bisschen lauter war als die Stimme. Die Geschichte von zwei tapferen Seelen wird nun erklingen. Von den Herren Airma und Kret werden wir jetzt singen. Zwei Herzen im Kampf gegen gemeinsame Feinde vereint, wobei der eine stets die Gedanken des anderen zu kennen scheint. Lord Kret, ein Ritter, so kühn und gelassen. Er ist Lord Airmas Spiegel und Schatten. Es ist kaum zu fassen. Und der noble Airma, er kommt ihm gleich an Macht.
Sie sind die Flut und die Ebbe. Der Tag und die Nacht. Dies ist die Geschichte, wie sie einen Troll bezwangen, ganz ohne Befehle. Und die Maid von Windemeer, die verdarb seine Seele. Ich find's ja lustig, wie dieser Airma. Möge der Stein. Der hört sich für mich halt einfach an wie Eimer. Der Troll namens Nix hatte ein unruhiges Herz. Aber das kennen wir eigentlich schon. Seine Rolle im Leben bereitete ihm Schmerz. Er hasste es, anders als andere zu sein. Und zur Maid von Windemeer in seiner Trauer erging, die ihm den Troll: Ich gewähre euch euren Wunsch und verwandle euch, denn ich bin es, die es versteht. Ihr seid jetzt ein Mensch, vergesset euer Leid. So lachte sie. Und nun geht. Und so kam Nix in ein Dorf ohne Groll. Nicht ahnen, dass er war noch immer ein Troll. Er zermalmte den Weg und riss Mauern ein. Kretz und Airmas Schicksal schien düster zu sein. Ihr Kampf mit dem Troll war von Erfolg nicht gekrönt. Doch die weisen Ritter wussten, von wem sie verhöhnt. Die verräterische Maid von Windemeer hat ihre Finger im Spiel. Und Unfrieden zu stiften, ist ihr einziges Ziel. Und so sprach Lord Airma zu seinem Freund ohne Graus: Fordert den Troll zu einem Duell bis zum Tode heraus. Also seine Rhymes sind auf jeden Fall richtig gut. Der Troll, noch unter dem bösen Zauber der Maid, dachte weiterhin, er sei ein Mensch, von seiner wahren Gestalt befreit. Und so wütete er durch das Land voller Glück. Alles war für ihn ein Spielzeug. Er ließ nichts in einem Stück. Lord Airma näherte sich ihm und sprach: Wenn ihr ein Mensch seid, verhaltet euch danach. Stellt euch uns. Wenn euer Schicksal dies ist, duelliert euch mit uns, damit es niemand vergisst. So kämpften der Troll und die Feien in einer Schlacht. Und, oh weh, nichts war so, wie der Troll hatte gedacht. Also, wenn man da jetzt noch so einen freshen Beat runterlegen würde, dann hätte man da bestimmt einen richtig guten Song draus machen können. Als dann der Sieg ward errungen, sprach Lockret zu Nix, den er bezwungen. Ihr seid ein Troll, mein Freund, macht daraus keinen Hehl. Ihr seid gut, wie ihr seid, ohne Tadel und Fehl. Doch wenn ihr wünscht, euch an die Menschen zu binden, müsst ihr einen besseren Weg für euch finden. Es ist nicht falsch, eurem Traum nachzugehen, doch darf dadurch kein Leid entstehen. Für die Helden der Ehre war der Kampf nun vorbei. Die Geschichte von einem Troll und der Ritter 2. Ich müsste mir mal echt mehrere so Sounds aufnehmen. Hallo. Das dann alles zusammenmischen und dann so einen lustigen Beat draus machen. Habt ihr die Worte für den Gegenzauber gefunden? Ihr seid jetzt ein Mensch, nun geht. Das ist es. Hört mir zu und vergesst nicht ein Wort. Was Hallam fürchtete, wird nun eintreten. Aus irgendeinem Grund hofft die Maid von Windemeer, die Erzählung mit einer neuen, verdorbenen Magie ändern zu können. Sie ist in diesem Moment im Besitz des wichtigsten Liedes unseres Kanons. Der Held und die Maid. Wenn sich diese Geschichte ändert, sind wir alle in Gefahr. Ihr müsst das Haus der Balladen warnen. Die Zeit läuft ab. Für uns alle. Oh, das war gerade auch ein fresher Reim. Was soll ich machen? Was hast du gerade gesagt? Geht und sperrt Wenzen und Hallam auf. Es könnte bereits zu spät sein. Ich werde über euch singen, mein Freund. Jetzt kommt der beste Teil von dem Ganzen. Jetzt nimmt die Geschichte ihren Lauf. Es hat mir an der ganzen Questline ziemlich gut gefallen, was jetzt dann kommt.
Was benötigt ihr? Und wenn ihr das Königreich 10-mal durchsucht, so werdet ihr euren geliebten Wenzen doch nicht finden. Ebenso wenig wie seinen törichten Hof der Zauber. Sie sind mein, genau wie ihr. Träumt von mir, Liebster, denn schon bald werden wir vereint sein. Der Zeitpunkt rückt näher. Rede mit Talam. Schön, euch zu sehen. Ah, da ist er. Ihr seid wohlauf. Sehr gut. Leider lässt sich dasselbe weder über den König noch über den Hof der Zauber sagen. Die Maid hat sie während meiner Abwesenheit in ihre Gewalt gebracht. Sie alle. Tenwa sagt, die größte aller Balladen, der Held und die Maid, wurde nicht geborgen. Mehr als alles andere muss dieses Lied wiedergefunden werden. Ihr habt bislang als unser Streiter gehandelt, Zagrill. Werdet ihr auch weiterhin zu uns stehen? Jetzt, wo all unsere Helden fort sind, könntet ihr womöglich unser letztes Licht in der Dunkelheit sein. Was ist der Held und die Maid? In dieser Ballade besiegt König Wenzen die Maid von Windemeer ein für allemal. Er gesteht ihr seine Liebe, um sie in seine Arme zu locken. Und das ist für ihn nah genug, um zuzuschlagen. Wenn die Maid unsere Balladen wirklich so verändert, dass sie für sie und ihre Lakaien besser ausgehen, könnte sie auch ihr eigenes Ende umschreiben. Sie könnte es sogar vollständig vermeiden. Okay. Wie geht's dann weiter? Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Im Angesicht der Ungewissheit hat sich eure Loyalität als unerschütterlich erwiesen. Es ist sinnlos, die Maid von Windemeer bekämpfen zu wollen, solange wir ihre neue Magie nicht verstehen. Und ich kenne nur einen Mann, der Licht in das Dunkel unserer Unwissenheit bringen könnte. Sein Name ist Vater Ether. Er ist ein Mönch und Alchemist und außerdem ein treuer Freund. Ether könnte die Antworten haben, nach denen wir suchen. Wo ist Vater Ether? Vater Ether wacht über eine kleine Mission der Almain im Südosten, St. Eadrix. Ihr werdet sie an den Ruinen auf dem Hügel erkennen. Geht, sucht nach Ether. Okay, muss ich dahin gehen. Den Alchemisten finden. Aber da mache ich jetzt noch diese eine Quest. Nee, das war nicht das. Mit den Antilopen. Genau. Das wollte ich eigentlich vorher, ich weiß nicht, ich glaube vor ein paar Folgen wollte ich das eigentlich schon mal abschließen, aber da bin ich wohl nicht ganz so dazu gekommen. Ich grüße euch. Ah, das sind Wölfe. Die umgehe ich lieber. Der in der Ballade den Ring gestohlen hat, heißt Lecker der Beleibte. Ich schätze, er hatte wohl einen gesunden Appetit. Ihr müsst die Trophäen genau so platzieren wie der Champion in der Ballade. Wenn alle an Ort und Stelle sind, müsste Lecker auftauchen. Sobald er da ist, sollte es eine Kleinigkeit sein, den Ring in euren Besitz zu bringen. Ich meine, ihr habt doch schon mal einen Troll getötet, oder? Nicht nur einmal. Was soll ich mit diesen Trophäen? Ich werde hier sein. Echt jetzt? Hier sind nicht wirklich ernsthaft solche Trophäentafeln. Oh mein Gott. Diese Köpfe sind ja riesig. Oh!
Jetzt habe ich ihn. Ach, jetzt schießt sie mit dem Bogen auf den. Die hätte mir mal vorher helfen können. Ah, zum Glück habe ich ihn getötet und nicht die. Oh, den Ring der Maid. Nicht, dass sie hier meinen Kill stealt. Ja. Oh, danke, dass ihr euch um Lecker gekümmert habt. Ich hatte natürlich nicht wirklich Angst. Ich spiele einfach nur meine Rolle, das ist alles. Gebt mir jetzt, wo das alles erledigt ist, einfach den Ring und ich gebe euch eure Bezahlung. Ich glaube, ich behalte ihn. Nun ja, nachdem ich gesehen habe, was ihr mit diesem Troll gemacht habt, bin ich nicht sonderlich erpicht darauf, mich bei euch unbeliebt zu machen. Also behaltet den Ring, wenn ihr möchtet. Wie es scheint, nimmt diese Geschichte wohl kein märchenhaftes Ende. Aber ihr würdet einen guten Reisenden abgeben. Oh, hey. Was ist Achso, Kristall, ich krieg heute eine. Ihr seid's. Verzeiht meine Unhöflichkeit, aber ich neige nun mal nicht dazu, mit Verrätern zu plaudern. Was? Was für Verräter? Verschwindet! Oh, ihr seid's. Verzeiht mein... Verschwindet! Hä, hey, ich dachte, ich krieg jetzt bloß noch... Ich behalte den Ring und krieg das Gold. Das mag da vielleicht ein bisschen einfältig wirken. Aber ich dachte, wenn ich die jetzt überrede, dann... Ich will den Ring eigentlich gar nicht, ich will den verkaufen. Nee, ist bezaubernd einfach. Ich glaube, den brauche ich noch. Das Hafen hat ein Haus zu bauen. Aber ich glaube, den kann ich eh nicht weghauen. So. Dann habe ich die Quest jetzt auch fertig. Sammeln, Bücher finden. Schatten der Vergangenheit. Itrans Dolch. Wo kriege ich den denn her? Oh. Muss ich da nochmal reingehen? Ah nein, ich muss nach da oben. Oh, ich war in der Schatten. Folge euch nun schon einige Zeit. Oh. Ynadon bewahrt eure Stärke. Aber ich bin stärker. Delph und Ugnar werden sterben. Zwei Leben für eines. Das ist der Blutritus und endlich werde ich mich davon befreien. Gebt mir Delphs Dolch, dann erweist Ynadon euch möglicherweise Gnade. Der Feind ist Idward der Rote. Stimmt, aber ich kenne ihn. Und er wird nicht eher ruhen, bis einer von uns den Blutritus erfüllt hat. Zwei müssen sterben, damit einer leben kann. Und das werde ich sein. Er ist doch schon fast tot. Kämpfen wir darum. Ausgezeichnet. Echt jetzt? Ist leider wieder voll im Leben. Beim er war ja der, der mich zuerst angegriffen hat. Puh.
Oh, jetzt kann ich die Leute durch abliefern. Denn dann habe ich die Quest auch fertig. Ach. Dammit. Muss ich nach da oben gehen? Ja, gut, dann gehe ich jetzt einfach nach Deedon Hill und dann mache ich beim nächsten Mal die Quest um Deedon Hill herum. Weil da habe ich ja eh noch ein paar Sachen zu tun. Und dann kann ich das mit der Seuche auch machen. Dann würde ich an der Stelle sagen, wenn euch die Videos gefallen haben, dann... Oder? Ich komm bei der Abmoderation mittlerweile echt durcheinander. Nein, bewertet die Videos, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Lasst doch ein Abo da. Oder? Man, ich bin jetzt echt nicht mehr in dem Ganzen mit drinnen. Holy shit. Ich will euch immer sagen, lasst doch ein Follow da. Lasst doch ein Abo da. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Genau, lasst gegebenenfalls ein Abo da. Habe ich schon gesagt. Und natürlich, schaut auf Twitch vorbei, da gibt es nice Stream. Diese verdammten Boggarts. Und natürlich, Sun Bros. Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.